Wo kommen Sie her? Ja, ja, aus dem Tal? Nein. Aus welchem Land kommen Sie? Ja, aus Deutschland. Sie sehen aber nicht aus wie ein Deutscher, oder? Oh, I love you more than words can say. Ladies and gentlemen, boys and girls, you know what time it is. It's your boy again, Shiro, one and only, and today we are back again, guys, with more Kayayana, with some German brutal satire, German comedy. Without saying too much, guys, let's get this started. But as usual, guys, you know what to do before we start. Make sure you support the creators. Okay, we're going to support the creators. Okay, so SW Spatschicht. Spatschicht. I go subscribe, I go like, and then it's Kaya. You're not, guys, so that's it too much. Let's get this started. Okay, and let's go. Hello, hello, Kaya Yana. Danke schön, thank you. Danke schön. Thank you, thank you, danke schön, danke schön. Meine Damen und Herren, ich werde oft immer gefragt, fühlen Sie sich deutsch oder türkisch? Und ich muss irgendwie sagen, in Deutschland fühle ich mich schon deutsch, aber manchmal doch ein bisschen ausländisch. Okay. Im Ausland fühle ich mich komplett deutsch. Da merke ich... In German, he feels a bit ausländisch, so he's a bit of a foreigner, but he also feels a bit German, but abroad, he feels German. Ich merke das immer, wenn ich Auto fahre im Ausland unterwegs bin, dann doch, also es gibt einige Länder, die brauchen die deutsche Straßenverkehrsordnung. Ich bin wirklich hier in Deutschland aufgewachsen mit dem Auto und ihr wisst es ja selber, ne? Wir sind einzigartig auf der ganzen Very Welt. Unique. Wir sind das einzige Land auf der ganzen Welt ohne Geschwindigkeitsbegrenzung. Yes. Es gibt kein Volk, was schneller ist als wir hier in Deutschland. Yep. Du kannst ja legal 200 Sachen fahren und ist, also jetzt nicht in der Fußgängerzone, aber du kannst wirklich... Deine 200 Sachen machen, das gibt's nirgendwo anders auf der Welt. Das kannst du gar nicht machen. Die haben alle, sind die gedeckelt. Tempolimit 120, 130. Und ich merke das immer, wenn ich ins Ausland fahre, wie zum Beispiel Neuschwanstein in der Schweiz. Ja? That's true. On the Autobahn, you can go 200. Just be going and smash up the thing 200. But a lot of countries, like, come to the UK, 100, maybe 120. Yeah, but it's hard to find a speed limit that's really high. But Germans, you guys can fly on the road. 120, Schluss aus. Irgendwelche Schweizer hier? Kann ich weiter erzählen. Obwohl, was sollen die machen? Mich mit dem Schweizer Taschenmesser angreifen? Oder? Zuerst mit der Lupe, ich sehe den Feind, oder? Ich sehe. Und dann mit dem Zahnstocher werfen. Und... Nein, also Schweiz ist 120, ist gedeckelt, nicht wahr? Du fährst da halt die A5 Richtung Bad. You don't drive the five directions, but it's properly anymore. Ich bin richtig gebrettert und hier in Deutschland bin ich unterwegs mit meinen 200 Sachen und ich sehe so ein paar Japaner auf der Autobahn, die brettern mit. Ihr wisst ja, es gibt Autobahntourismus, das wisst ihr, ne? Es gibt Leute, die lassen sich... Wait, you know that's what? I see a few Japanese on highway. Ein paar Japaner auf der Autobahn, die brettern mit. Ihr wisst ja, es gibt Autobahn... You know there's highway tourism, you know that. Tourismus, das wisst ihr, ne? Es gibt Leute, die lassen sich extra einfliegen hier, um einmal... Das wisst ihr nicht? Das kannst du googeln. Google mal Autobahntourismus Deutschland. Da kannst du mal genau erkennen. Die lassen sich am Freitag einfliegen, die Ausländer. Rasen. Und ich verarsche dich nicht. Doch, Google. Nicht jetzt, aber später googelst du. Na, later. Die rasen Samstag und Sonntag durch und Sonntagabend verpissen sich wieder. 3000 Euro zahlen die für so ein Autobahntourismus-Wochenende. Was wir hier jeden Tag umsonst haben, da zahlen die... Ganz viele Japaner nutzen dieses Angebot. Die siehst du am Wochenende auf der Autobahn. Siehst du in der S-Klasse. Also, du siehst Japaner nicht wirklich. Du siehst nur so eine Hand am Steuer. Und das ist so. Da, okay. Oh. Die haben die Verstellung des Sitzes noch nicht gefunden. Aber du hörst die. Chinko, chate, chinko. Japaner. So, und dann, nicht wahr, machst du deine 200 Sachen, da kommst du Richtung... Wait. That's not Japanese. That's Chinese. Aber du hörst die. That's Chinese. Japaner. So, und dann, nicht wahr, machst du deine 200 Sachen, da kommst du Richtung Basel da. Das ist wirklich so wie, ich weiß nicht, hier ist Deutschland, da ist die Schweiz, da ist die Grenze. In dem Moment, wo du über die Grenze fährst, wirst du komplett entschleunigt. Du musst runter auf 120. Das reicht ja gerade mal für den zweiten Gang hier, ne? Du kommst an... Ist aber langsam hier, oder? Die Schweizer wissen ganz genau, dass wir ein Volk von Rasern sind. Die haben Basel komplett vermint. Alles voller Blitzkästen. Ich habe die ersten 10 Minuten die Autobahn nicht mehr gesehen.
Merci, vielmal, oder? In der Schweiz, ich habe etwas gesehen, das habe ich in Deutschland noch nie gesehen. Eine dreispurige Autobahn, auf der sind Autos nebeneinander gefahren. Das wäre Krieg. Das wäre eine mobile Straßenblockade in Deutschland. Aber in der Schweiz geht es nicht schneller als 120. Die fahren parallel. Die reden miteinander. Grüß dich, Sepp. Wie geht's? Ja, super. Wer hat's erfunden? No way. Ich weiß, warum die Schweiz 120 hat, weil die Schweiz ist klein. Die ist verdammt klein. Wenn du nicht aufpasst, fährst du einfach durch. So, aber die sind wirklich sehr nett. Das ist ein nettes Völkchen. Die sind ein bisschen ängstlich, sehr verängstigt. Die machen nirgendwo mit. Die Schweizer sind so wie das gallische Dorf im Römischen Reich. Die wollen, wir machen nicht mit bei der EU, wir machen nicht mit beim Euro, wir machen nicht mit bei der WM. Die sind da, halten sich aus allem raus. Ganz komische Sprache, die sprechen, dieses Schweizerdeutsch in jedem Kanton, also in jedem Schweizer Bundesland wird anders Schweizerdeutsch geredet. Die verstehen sich untereinander gar nicht. Der aus Zürich rafft den, aus Genf nicht, aus Bern nicht. Die verstehen das untereinander. Ich kann das. Okay, now Sander, I have a hard time imitating the speech melody. Ich kann schwer nachmachen, die Sprachmelodie, ja. Aber das geht so in etwa, es hört sich immer so an, als ob irgendwie die Schweizer, als ob die reiten würden. Jedes Mal. Weil die Sprache, es geht immer rauf und runter. Also runter, Seite, Rüte, runter, Gägeri. No way. No way. Vile. This is a vile, bro. Jedes Mal, wenn ich mit dem Schweizer rede, warte ich, dass er von irgendwas absteigt und dann normal Deutsch weiterredet. Runter, sieht, drunter, runter. Alles klar, okay, wir sehen uns morgen. Ja, ich habe da 2007 habe ich Urlaub gemacht und zwar hatten die da dieselbe Diskussion wie hier in Deutschland. Moscheebau ja oder nein? Ja? Und die haben sich ganz komisch entschieden. Die haben gesagt, Moschee ja, Minarette nein. Für alle, die nicht wissen, was Minarette sind, das sind diese kleinen Türmchen, wo der Muezzin drin sitzt und Allah ausruft. Ah, oh, so they have the mosque and have that minaret where they can... Okay. Und da haben die gesagt, ihr könnt euer Gebetshaus haben, aber bitte, wir wollen weiterhin unsere Kuhglöckchen hören, oder? Das ist einzigartig. Jesus has a prayer, we want to hear our bells, so please no shouting the prayers. Auf der Welt, das gibt's nirgendwo, dass du so eine kastrierte Moschee hast, das wirklich... Ich weiß nicht, ob es ein Land gibt, wo nur Minarette erlaubt sind, aber Moschee nicht. Aber only Minarette allowed. You can make the call of the prayer, but you can have the mosque. Also, die Moslems haben gedacht, was? Was geht hier? Und das war eine ganz komische Stimmung 2007. Und jeder, der musulmanisch so aussah, so ungefähr wie ich, der wurde wirklich ganz schräg angeschaut. Ja? Weil die wussten nicht, was macht er hier in unserem Land? Was wollen sie hier? Gehen sie auch wieder weg. Ich hab da, du kannst in der Schweiz, bestimmt in der Schweiz, wenn nicht so eine Reise wäre, es ist ein schönes Land, du kannst da wirklich so, das sieht aus wie bei Heidi. Du kannst, like Heidi. Kannst du da hochkraxeln und dir mal das anschauen. Ich habe 7 Stunden für den Aufstieg gebraucht, 2.500 Meter habe ich 7 Stunden gebraucht. Und da, das ist genau wie bei Heidi, da hast du diese kleinen Hütchen mit dem Almöhi, mit so einem Großvater Peter, die Ziege, das sieht toll aus. Und ich kam da oben an, so ein Almöhi, schaute mich an, sagte, grüß Sie, wo kommen Sie her? Ja, aus dem Tal, nein. Aus welchem Land kommen Sie? Ja, aus Deutschland. Sie sehen aber nicht aus wie ein Deutscher, oder? Ja, meine Eltern sind Türken, aber ich bin in Deutschland geboren. Wie bitte? Ich bin Deutscher mit türkischem Migrationshintergrund. Was ist das? Was ist das? Turk-Deutsche. Teuto-Türke. Turko-Germane. Kanake. Was Kanake? Was Kanake? Zufrieden, helfen Sie mir. So. Der guckte mich ganz komisch an, was wollen Sie hier in der Schweiz? Und da dachte ich mir, wenn der mir doof kommt, komme ich dem auch doof. Ich dachte mir, wenn er Angst vor mir hat, dann bediene ich diese Angst auch gerne. Ich will ja auch meinen Spaß haben. Ich sagte, ich schaue mich hier nach Bauland um. Wait, what does that mean? What does that mean? Ist auch gerne, ich will ja auch meinen Spaß haben. Ich sagte, ich schaue mich hier nach Bauland um. Looking around Bauland, what does that mean? Ah, so Bauland is a Gau landscape in the northeast of the German city of Baden-Württemberg. It is a natural region within Neckar and Tauber Gau plateaus in the south German Scotland. So basically, he's trying to say that Swiss place belongs to Germany. Guys, please let me know in the comment section. So, auf 2.500 Meter eine schöne Moschee, das ist doch was. Ich glaube, für den Abstieg habe ich 20 Minuten gebraucht. Und es ist wirklich trotzdem eine Reise wert.
Das Verrückte ist, du gewöhnst dich sogar an die 120. Wirklich, nach 2 Wochen gewöhnst du dich an 120. Du findest das sogar toll, weil es gibt keine Raser, keine Drängler. Du kannst auf der linken Spur 120 fahren. Es gibt niemanden, der hinter dir irgendwie blinkt und Lichthupe. So, und dann habe ich mich an die 120 gewöhnt. Da kam ich zurück nach Deutschland und dann habe ich vergessen, dass wir teilweise kein Tempolimit haben. 120 auf der linken Spur. Kann ich nicht empfehlen. Ich hatte keine 5 Sekunden später ein Audi A8 in meinem Nacken. In meinem Nacken. Ich hatte noch 2 Wochen später einen Audi-Ring im Nacken. Der Fahrer war so dicht dran, der saß quasi neben mir. Unverschämtheit, fahren Sie ein bisschen schneller. Ja, 120 auf der linken. Also ich sag euch, wir sind so schnell in Deutschland, wir merken das gar nicht mehr. Ja, ich oute mich jetzt als Mittelstreifenfahrer. Ich bin einer von den Deppen, wo ihr sagt, Mann, der macht aus 3 Fahrbahnen 2. Aber ich will nicht auf die rechte Spur, da habe ich nichts zu suchen. Da sind nur so Panda-Bären und Brummifahrer. Ich will ja Autobahn fahren, kein Slalom. Also bleibe ich schön in der Mitte. Und dann ab und zu, da schert so ein Brummifahrer aus. Ja, und wenn ich Glück habe, blinkt er vorher noch. Und den Blinker habe ich ja irgendwie ausgebaut. Ich weiß, da ist ein DVD-Player drin, ich weiß. Und dann zack, rüber und dann muss ich auf die linke Spur. Okay, Rückspiegel ist alles frei, Außenspiegel alles frei. Blinker setzen. Oh. Der war im toten Winkel, Kai, der war im toten Winkel. Ne? Da hast du nicht aufgepasst. Wir sind hier in Deutschland, da musst du mal schön aufpassen. Konzentrier dich, konzentrier dich. Also nochmal von vorne. Rückspiegel ist alles frei, Außenspiegel alles frei. Schulterblick 20 Kilometer, niemand zu sehen. Blinker setzen. That's how quick they are in Germany. Der Gummifahrer ist ja auch noch Platz. Auf dem Standstreifen Schweizer. Grüezi, wie geht's? Ja, super. Yo, the German Autobahn is insane. Wir sind so schnell, wir merken das nicht mehr. Du merkst es erst, wenn du ins Ausland fährst und das ganze Ausland ist langsam oder dich kommen ausländische Freunde besuchen und die mit den Geschwindigkeiten kommen die nicht zurecht. 2006 auf der Tour sind so 2 Verwandte von Ranjit mitgekommen, 2 Inder. Okay. Zwei Inder aus London sind mitgekommen. So Tourmanager ist gefahren, relativ flott, 160. Ja, ich war Beifahrer. Pragib und Sagib saßen hinten. In dem Moment, als wir auf die Autobahn gefahren sind, haben die beiden keinen Mucks mehr gesagt. Alles, was ich hörte, war das hier. Ich so, die Zylinderköpfe können es nicht sein, die sind vorne. Was ist denn das für ein Geräusch? Ich habe mich umgedreht, ich wollte wissen, was das war. Das war indisches Zähneklappern. Die beiden hatten Angst. Die beiden hatten Angst. Die sind noch nie in ihrem Leben so schnell gefahren. Die saßen so da. Da hat so ein Porsche mit 220 überholt, die sind ohnmächtig geworden. Wir sind so schnell. Aber gut, auf der einen Seite, wir sind schon ein Volk, das gerne rast. Aber wir haben die deutsche Straßenverkehrsordnung. Da bin ich komplett deutsch. Da bin ich echt integriert. Und ich vermisse das im Ausland. Ich war mit meinem Kumpel Francesco mal in Italien unterwegs, in Rom. Italiener hier? Ja, mit euch werde ich fertig. So, und, bisschen zu nah an der Bühne. Aber pass auf. Habt ihr Security? So, nee, aber guck mal. Ihr habt Ampeln in Italien. Ich hab's gesehen. Und ihr habt dieselben Farben wie wir. Rot, Gelb, Grün. Bei Rot halten, ne? Ihr haltet euch gar nicht da dran. Ich war mit Francesco, war ich in Rom unterwegs. Ich war Beifahrer, okay? Ich war Beifahrer. Ich hab nicht aufgepasst, weil ich war Beifahrer. Und dann entspanne ich mich. Ich habe irgendwie, weiß ich nicht, in der Nase gepopelt oder irgendwas. Das machen wir ja alle nicht. Das muss ich mal ganz kurz erzählen. Haben wir noch eine Minute? Also popeln nur im Auto. Ich weiß nicht, was es ist. Doch, das ist so. Egal, wo wir stehen an der Ampel, ich gucke rüber, es wird gepopelt wie bekloppt im Auto. Ich weiß nicht, ob wir abends vorher beim Fernsehen... Nee, ich mache das morgen im Auto. Ich habe keine Ahnung, was das... Wo die Italiener sind, die keep shouting. Aus irgendeinem Grund fühlen wir uns unbeobachtet im Auto, weil wir denken, es ist ein geschlossener Raum, ne? Ist kein Problem. Hallo, vorne Scheibe, man kann dich sehen, Glas da. Hinten, Seite, man kann dich sehen. Dahinter, man kann dich durch deinen Rückspiegel sehen, wie du dumme. So, ich weiß, ich habe nicht aufgepasst, ich habe mir die Fingernägel sauber gemacht. Aus dem Augenwinkel habe ich eine rote Ampel.
Francesco, war das eine rote Ampel? Halt der Klappe, halt der Klappe. Ich bin selber Italiener. Ich weiß, man fährt in Bella Italia. Lass mich in Ruhe, lenke mich nicht ab. Ich muss mich konzentrieren. Ja, aber ich glaube, das war... Ich pass mal besser auf, ne? Nächste rote Ampel. Francesco, es war rot. Ich hab's ganz genau gesehen. Du fährst wie eine gesenkte Sau. Hör auf damit. Lass mich. Du machst mich nervös. Ich baue Unfall. Ich bin selber Italiener. Ich weiß, wie man fährt in Bella Italia. Stronzo Carnuto. Nächste Ampel grün. Der Penner hält. He drove past a red light and he stops by the green light. What is going on? Ich sag, Francesco, ist grün. Warum fährst du nicht? Halt der Klappe. Ander hat rot. Könnte von links kommen, ey. Wait, say what? Nächste Ampel grün, der Penner hält. Ist Francesco ist grün, warum fährst du nicht? Halt der Klappe, andere hat rot, könnte von links kommen, ne? Dankeschön, meine Damen und Herren. Wait, what could come from the left? I get it. So they drive past the red light. Yeah. So when it's green, they stop. Why? Because somebody from when that sees the red light is gonna drive past. So let's wait. That took a minute to sink in. But yo, that was good. So yes, I know like the subtitles was a bit off. Okay, it was a bit off, but I've been putting one and one together and I could understand what was going on. Okay, I understand what was going on. For me, the climax is this end. The way he talked about his friend Francesco. That was sick. Yo, give up for Kayana, Also, honestly, guys, when you recommend videos to me, please recommend videos that have subtitles already, because some subtitles are just a bit weird. Yeah, like this one, at least I understood what was going on, but at some point it was really off, but I still got the general gist, yeah. German Autobahn is insane, it's crazy, guys, okay, it's very crazy. You guys in Germany, you don't drive, you guys fly. That's it, guys. But yeah, definitely like this one. Okay, I still got the humor. So thanks for this, guys. Anyways, we your boy Shirishiribana. Only do let me know what you think about this in the comment section. So smash that subscribe, give me some love. It's gonna be peace out, guys. Boy, Mr. Shady.